Wir bewirtschaften hier meine Familie zusammen mit einem Lehrling an 100 Hektaren Betrieb in Bergzone 3. Unser Land ist von 1160 bis 1422 Meter über dem Meer. Das halbe Land ist Sonnseite, das halbe Schattenseite. Vom Sigriswilergrat unter dem Hogant bis Flüeli-Sörenberg, das ist alles zusammen einfach feuchtes Gebiet. Wir haben 34 Hektaren LN, landwirtschaftliche Nutzfläche. Wir haben 33 Hektaren Wald. Und dann haben wir noch 29,15 Normalstöße, also Sümmerungsgebiet. Wir sind jetzt hier im Bürkeli, wo eine Sümmerung ist, wo wir Kühe haben. Wir haben Kühe dort angebunden. Es ist eher eng, aber die Kühe sind wohl dort. Es ist sehr gute Weide, es ist viel trocken, oder fast alles trocken, wird intensiv genutzt. Noch etwas für oben ist das Oberbödeli, 1326 Meter über dem Meerstelle. Und dort haben wir gegen unser Tragen Augusti oben. Etwa so um 12 Uhr sind gegen dort oben. Und die haben auch den ganzen Sommer nur zu fressen. Und wir haben das eingeteilt in vier Weiden, also in vier Schläge. Und nachher tun wir zwei Wochen Weide, daraus fertig, es lässt Ruhe herum. Das ist ganz sicher noch nie beschüttet oder gemistet worden. Da. Das ist eine behaarte Glockenblume. Ist einfach wirklich nur im Mageren. Mit dieser Beschüttung ab, ist sie fort. Wenn man jetzt hier eine Schaufel nimmt und hier wird eine Schaufel rausgerübeln, das ist so ein Wurzelnetz. Es ist gar nicht das Gleiche, hier ein Loch zu machen, wie am Ort in Matten, um intensiv bewirtschaftet. Das ist gar nicht gleich. An vielen anderen Orten rutscht die das ab, bei schweren Gewitter. Hier hat es bis jetzt gehabt. Hier ist die gewöhnliche Glockenblume, die in einer intensiven Wirt ganz sicher nicht vorkommt. Blüht eigentlich fast der ganze Sommer von diesen Exemplaren. Ist also auch etwas, was die Insekten Nahrung haben. Nachher ist hier noch ein Adlerfarn. Den bekämpfen wir. Den wir dann, so begleitet ist, so ausschreissen. Gehen in den Stall, ich kann als Streuung. Zudem müssen wir schauen, weil der könnte sich vermehren. Das ist alles Handarbeit. Und wir sind gut 600 Stunden pro Sommer. Arbeitsstunden sind wir im Unkraut. Weil ich habe das nicht gern. Bei unseren Wiedern wie verunkrauten und während dem Anfang. Wir könnten mehr rausholen aus unserem Land, von den Düngergrossvieheinheiten her könnten wir viel mehr machen. Aber wir haben das Leben so, wir haben Tiere nur. Wenn ich mehr will, dann habe ich nachher unter das Problem, dass die Ställe zu klein sind, dass ich Leute anstellen muss. Und dann müssen wir dann viel grösser werden, damit wir den Lohn zahlen können. Darum müssen wir es lassen, wie wir es haben. So sind wir zufrieden. Das sind jetzt alles tragende Gusti da. Die fressen jetzt von diesem zähen, extensiven Gras. Sie sind wunderschön dick im Mist. Sie tun gut, sie sind im Herbst, wenn sie kalber sind, sind die schöne. Und schätze es nachher, wenn sie ins bessere Futter kommen. Die sind durch die Nacht draußen, die tun wir am Abend bei den 6 Uhr tun wir die auslassen. Und nachher bei halb 10, 10 Uhr so kommen die in den Stall. Wenn wir zum Berg gehen, dann müssen wir uns im Frühling klar überlegen, wie wir es gestalten. Wie wir jetzt die Kühe am Morgen um 6 Uhr melken und dann auslassen. Wie wir die Kühe um 8 Uhr und dann nicht mehr auslassen. Dass man das weiss und dass man das anfängt und dass man das durchzieht. Nicht alle Woche etwas wechselt. Die Kühe, die sind Gewohnheitstiere. Und so wie man sie steuert, so hat man sie nachher. Jetzt gehen wir ins Flachmoor, Windbruch.
gehe aber dort die Parzellen anschauen. Ich bin am Samstag dort schauen und dort blüht es noch gut. Noch ganz gut. Wir sind jetzt hier auf der Schatzseite von unserem Betrieb. In einer Parzelle, die wir auszunehmen haben, die als Flachmoor von besonderer Bedeutung ist. Wir haben für solche Flächen zu nutzen, haben wir Direktzahlungen. Wir haben Verträge mit dem Naturschutz, wo so deklariert ist. Eben, das ist jetzt ein schützenswertes Moos, wo wir nichts dürfen werden. Nach 15 Tagen müssen wir schneiden und das Schneidgut müssen wir abtransportieren. Und das geht dann für uns Streu. Und dann haben wir solche Flächen, die wir jetzt am 15. Juli dürfen weiden, nicht müssen mähen. Für das haben wir viel weniger Geld. Wenn wir jetzt das machen möchten, dass das Futter gibt, dann müssen wir schon Tausende von Franken investieren, um das Trainieren. Das wäre notwendig, oder? Das könnte man nicht anders machen, weil der Boden ist so nass. Nachher müssten wir mit Dünger rein. Wie kommen wir mit Dünger rein, die abgelegenen Parzellen? Mist und Beschütte. Nein, wir haben Futter genug auf den guten Parzellen, die wir intensiv nutzen. Und darum möchten wir das einfach so lassen. Hier in diesem Pörtli am Ort hat es Wintergrün, das weiss ich genau. Jetzt schauen wir nur, geht mir Schwinge. Das hier, das sind ganz schöne. Und das ist der einzige Standort, den ich weiss, dass er hat. Hier sehen wir die Stängel-Enziane. Zu denen haben wir wahnsinnig Sorge. Wenn wir hier mähen, die Stöcke bleiben ganz sicher stehen. Dann ist das Flachmoor, das wir mit dem Naturschutzvertrag haben. Wir sehen das, so viel Magger, so viel Blümchen. Hier nachher ist eine Heumatte, wenig intensiv bewirtschaftet. Das heisst wenig intensiv, dass man einmal im Jahr eine leichte Mistgabe gibt. Also 10 Kubik auf die Hektare oder weniger. Wir geben eher weniger, weil wir zu wenig Mist haben. Es ist wohl noch blümchenreich. Es ist vielfältige Arten, Vielfalt ist da, aber es ist doch ganz etwas anderes. Und das brauchen wir nachher, jetzt am 15. Juli, dann tun wir das nehmen und es gibt Futter für das Jungvieh. Es sieht gut aus, ich freue mich für Tage zu heuen. Und wenn das Wetter gut ist, wenn es nicht zu nass ist, tun wir es die zweite Hälfte September noch leicht weiden. Und die Trittschäden verhindern wir, wenn wir die ganze Fläche einfach einzäunen und es geben. Drei Weiden und fort mit ihnen. Da nicht also zwei, drei Wochen einfach ein bisschen reinlassen und gehen drinnen rumlaufen. Für Aachen sind dann noch Orchideen, also die Knabenkräuter und die Waldhyazinthen. Es ist der Halbbitz, haben wir neben wenig intensiv noch Artenvielfalt und ziehen dort noch ein bisschen mehr Geld dafür. Wir haben Jugend hatte, Vater und Mutter, die haben uns alles gesehen. Das sind nicht Blümchen, das ist Knabenkraut, das sind nicht Gräsli, das ist das Kammgras, das Zittergras. Das sind nicht einfach Vögel, die hier nehmen. Und das ist mir geblieben, wo wir sind Sonntage lang so wandern und solche Zeug gemacht. Und das hat mich einfach fasziniert. Und ich hoffe, ich könnte das auch unseren Kindern weitergeben. So ein schönes Pflänzchen, sieht fast aus wie ein grünes Edelweisschen. Wir sagen dem das Ziegermiesch. Wie das kann Wasser zurückhalten kann, jetzt hat es ja ein paar Tage, zwei, drei Tage nicht geregnet, oder? Das ist unwahrscheinlich, wie Menge Kubik Wasser, dass das nur das Miesch zurück hätte, so in einem Möschen. Und wenn wir das nicht mehr hätten, wäre auch noch ein bisschen mehr Überschwemmung. Gleich wird etwas anderes schon wachsen. Das Fingerkraut, das da drinnen kommt, das wirklich kleine Blümchen. Es ist kein Star, aber es gehört her. Hier sind wir im Windbruch. Das ist eben die Schatzseite. Unsere Gusti sind da und wir gehen auch mit den Kühen. Etwa 4 Wochen sind die da. Und sonst sind Sommergusteni, 32 Gusti und 6 Büffelkühe, die hier während gut 100 Tage da sind. Im Anfang, wenn man zu Berg ist, das ist meistens so die Jahreszeit, wo es schifft und Alltag schifft und manchmal noch schneit. Und dann ist es dann schon grusig, die flotschnassen Tiere. Und nachher sind sie noch von
verschiedenen Bauern zusammen, dass man einfach ruhig bleibt, dass man Nerven hat. Und dann hat man frisches Personal um ihn herum, das gar keine Erfahrung hat. Und dann muss man sich dann schon in Acht nehmen und nicht ausrasten. Weil dann kann man viel verheilen, wenn man jetzt am Angestellten auf unsere Wüste zieht. Unsere Lernenden, die sind jetzt im Sommer für einen Windbruch ein bisschen zuständig, kann man zu dem sagen. Die müssen wir eintun, ausladen, die müssen wir sagen, wie gut die Stierung war. Und dann müssen sie mir auch sagen, die hat jemand nicht mehr zu fressen, man muss dann schauen. Hier im Windbruch haben wir 4 grosse Weiden. Und nachher haben wir noch 2 Orte ausgezäunt, wo wir mit dem Naturschutzvertrag haben, wo wir erst am 15. Juli dürfen weiden. Das ist sowieso der extensive Weid. Und sonst wird hier nicht elektrisch abgetrennt. Wir haben Gusti halt 10 Tage, 14 Tage im gleichen Weid. Aber es geht nicht elektrisch abzuzäunen, wegen der Trittschäden. Sonst müssen sie uns anders zum Stall suchen. Sie können in spitzen Winkeln suchen, sie müssen Engpässe durchgehen und dann machen sie uns Löcher. Gerade hier ist guter Wasser, da bin ich ganz gut zufrieden. Wir sehen hier Schöbeln. Wir mulchen nie. Das machen wir nicht. Ich persönlich bin gegen das Mulchen, weil wir machen viel Bodenlebewesen. Also Käfer und Bodenbrüter machen wir kaputt. Zudem ist ja das glücklich, dann kann ja der Schöppel, der jetzt aufwächst, das Kammgras, das kann ja dann absamen und das reicht dann für eine Summe zu vermehren. Wenn wir das alle mal hätten, das Bodenhacken alles zusammen, hätten wir A, anfangen ein bisschen mehr Arbeit und B, müssten wir wahrscheinlich auch ein bisschen Obersaat machen, weil wir hätten keine Schmelle mehr. Und die Schmelle sind das, was der Boden zusammen hat. Die Kräuter drinnen, die sind gut für das Melken. Aber die Schmelle, und sei es noch mal gerade ein Rotschwingel oder ein Schafschwingel, das ist für Trittfest. Wir sind hier im Kühloch, das ist ein Teil des Windbruchs. Das ist ein bisschen Weid, das für mich sehr wertvoll ist. Es wird total extensiv bewirtschaftet, da ist noch nie Mist oder Beschütte hergekommen. Da kommt einfach der Dünger her, den die Tiere hinterher bringen, selber. Wir haben hier die Seite da hochen, die Schwost und ich einen ganzen Sonntag lang haben wir die Pflänzchen zusammengelesen, also zusammengesucht, haben sie bestimmt, die wir nicht kennt haben, und sind auf diesem kleinen bisschen auf 59 verschiedene Pflanzenarten gekommen. Wir können dort heute bei diesem Ahorn, bei diesem uralten Ahorn schauen. Wenn wir hier auf den ersten Anblick her schauen, ist das eine Sauerei. Die Steine, die Nässchen, die braucht es, für was der kleine Fuchs, das ist ein Schmetterling, kann daran legen und die Raupe fressen nur ein Nässchen. Da in diesen Stehhäufen lebe ich Blindschleichen, da lebe ich Edechseln. Der Gucker braucht die Raupe. Es sind sonst auch noch Vögel, die die Raupe fressen können. Wenn man den Ahorn schaut, schaut, wie viele Höhlen und Löcher es da drin sind, da können x Vogelarten, da können andere Tiere, Fledermäuse, da wohnen. Früher haben sie die Weide gestehnet, haben die Steine die Häufe da, aber heute wäre das keine Sache, die Steine aufzulegen und vorzuführen. Aber das ist so viel Lebewesen drin. Wir pflegen die Steinhäufe, die geben auch etwas zu tun, aber wir machen das gerne eigentlich. Dafür sehen wir jetzt um den stotzigen Hang. Aber jetzt müssen wir dort in die Beschüttjagen jagen, zweimal Beschüttjagen jagen und dann trollen die das Weg um die Angeln raus. Und dann haben wir genau das, was nicht passieren darf. Wir haben härtige Flächen. Auf den härtigen Flächen will etwas wachsen, da hat jemand Angstchancen. Und das sind einjährige Pflänzchen in der Regel und das sind vielfach Hochkräuter. Darum, es wäre wirklich
Das wäre schon Arbeit gemacht, wenn wir jetzt dort etwas verändern wollen. Die Kühe können nicht, oder die Gusti können nicht viel fressen dort. Aber wir haben auch noch die Aufgabe, für eine Landschaft zu erhalten und zu pflegen. Und für das haben wir ja auch Direktzahlungen. Ein Teil von unserem Lohn ist das. Und dann müssen wir das auch wahrnehmen. Wir haben vor 25 Jahren, als wir angefangen haben zu bauen, jetzt hätte ich beschlossen, wir möchten einen grossen Teil von unserem Wald als Naturschutzgebiet Rotmoos, Breitwaldmoos, dazu tun. Unterein haben wir ein bisschen ausgezäunet, wo wir Weiher gemacht haben. Es ist ein ganz, ganz wichtiges Gebiet für mich. Da hört man, wie es nicht mehr im Engel Vogelstimmen, Frösche hört man. Es ist gut hier.